Einen wunderschönen guten Tag. Die wichtigsten Dinge sind am schwersten zu sagen. Es sind Dinge, vor denen man sich schämt, weil Wörter Gefühle verschleiern. Ich denke, jedem von euch ist das schon begegnet, das Phänomen und die Situation, dass eure Gefühle nicht adäquat in Wörter umsetzbar waren. Beziehungsweise, dass die Gefühle so intensiv und so groß sind oder so groß waren, dass man um Wörter ringt. Ja? Man ist quasi sprachlos und weiß nicht, warum man nichts sagen kann. Aber die Antwort gibt das Zitat eigentlich ganz gut. Denn Gefühle, die sind, gerade wenn es um Dinge geht, von denen man sich schämt, dann sind die so groß, dass die Wörter nur einen Bruchteil dessen wiedergeben und das Gefühl an sich letztlich verschleiern. Ja, also das ist so ein bisschen, da passt die Faust nicht ganz aufs Auge, ja, aber man versucht es mit dem, was man sagt. Also meiner Meinung nach die einzige Lösung ist, wenn man über Dinge spricht, die halt sehr gefühlsintensiv ist, muss man schon lange ausschweifend mit Metaphern arbeitend sprechen, so dass man diesen riesengroßen Berg an Gefühlschaos ordnend wiedergeben kann. Und ja, so gerade nicht so an Partnerschaften oder sowas denke, ja, dann geht es halt nicht anders, dass man öfter über Gefühle sprechen muss. Sollte man auf alle Fälle. So. Ja, so viel zum heutigen Tag. Ich lese den Spruch nochmal vor. Die wichtigsten Dinge sind am schwersten zu sagen. Es sind Dinge, vor denen man sich schämt, weil Wörter Gefühle verschleiern. Ich wünsche euch was und solltet ihr morgen nicht einschalten, lebt wohl!